Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ist schon wieder rum, wir sind da. Herzlich willkommen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben Montagnacht. Montagnacht sind wir immer traditionell ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne hier mit mir sprechen wollt. Also meldet euch, wenn ihr gerne mit mir telefonieren wollt, 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. Der erste Anruf heute Nacht, das ist der Alphons. Und Alphons ist 37 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Alphons. Um was geht's bei dir? Es geht um, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe heute erfahren, dass mein Bruder ein kleines Mädchen praktisch misshandelt hat. Dass dein Bruder ja. ein kleines Mädchen misshandelt hat? Ja. Was steckt denn? Alt und bitte? Der ist 22 Jahre alt, ist zurzeit in U-Haft drin, gerade reingekommen. Ist der aktuelle Fall. Was ist genau vorgefallen? Ja, ich habe heute nur erfahren, von wegen, dass er halt das Mädchen wohl zweimal reanimiert hat, zum dritten Mal sogar dreimal animiert werden muss, weil die jetzt im Krankenhaus drin liegt und schwer verletzt ist und wahrscheinlich die Leber transferiert werden muss, Niere kaputt ist und das Mädchen ist 22 Monate alt. Das Mädchen ist 22 Monate alt. Ist es sein Kind? Nein, ist das Kind seiner Freundin. Von einer Freundin oder von seiner von Freundin? Von seiner Freundin. Von seiner Freundin. Er hat das Kind extrem misshandelt und brutalst zugerichtet. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ist halt ein aktueller Fall. Heute ist es passiert? Nee, ist wohl letzten Freitag passiert. Ich habe das heute erst erfahren. Donnerstag, Freitag ist das wohl passiert. Ja. Ich habe Donnerstag mal mit denen gesprochen, eigentlich alles normal und hatte auf den Rückruf von ihm gewartet und er kam nicht. Und das habe ich halt die ganze Zeit versucht anzurufen. Weißt du denn Näheres, wie er das gemacht hat, wo er das gemacht hat, wie es aufgeflogen ist? Du, ich habe jetzt nur soweit erfahren von ihm, so wie die Mutter mir gesagt hat, wäre sie auf irgendeiner Veranstaltung gewesen für die große Tochter. Wäre nach Hause gekommen und die kurze hätte da gelegen, blauen Bauch, irgendwie einen Lappen auf der Stirn und ja, hätten sie dann sogar nochmal reanimieren müssen. Und das Kind leidet halt unter schwerster innerer Blutung. Und also die Mutter kam nach Hause? Ja, die Mutter kam nach Hause, er hat auf die beiden Kinder aufgepasst. Ach so, er sollte aufpassen. Ja, ja. Und da fand sie ihr kleines Kind 22 Monate so zugerichtet vor. War denn dein Bruder, also der Täter, der vermutliche Täter, ja, ja. war der auch in der Wohnung? Ja, ja, der war in der Wohnung, der hat auf die Beine aufgepasst. Und was hat er gesagt? Ich weiß nicht, was er dazu gesagt hat. Hast du mit der Mutter? Mit der Mutter habe ich vorhin gesprochen. Mhm. Die hat mir einfach nur gesagt, pass auf, die lag da auch plötzlich, er sagt gar nichts irgendwie, er hat auch keine Aussage über die Polizei bis jetzt gemacht oder sonstiges irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie ich darauf reagieren soll. Verstehe. Aber lass mich noch ein paar Fragen zu dem Vorfall fragen, damit ich das genau verstehe und die Zuschauer und Zuhörer auch. Dann, nachdem seine Freundin, also die Mutter des Kindes... Gekommen ist, hätte also selber den Rettungswagen angerufen, alles. Die hat sofort einen Rettungswagen angerufen, das Kind ist ins Krankenhaus gekommen. Ja. Wie ist denn der Zustand des Kindes aktuell heute, jetzt, weißt du? Das Kind liegt aktuell auf der Intensivstation. Angeblich soll übermorgen die Leber irgendwie, an der Leber was operiert werden. Das Kind liegt auf der Intensivstation mit einem offenen Bauch. Es hängt an der Dialyse dran, die wissen nicht, ob irgendwas am Kopf passiert ist, nicht. Gott, wie schrecklich. Also er scheint richtig martialisch auf dieses kleine Kind eingeschlagen zu haben. Nee, geschlagen nicht. Ich weiß da wohl was, aber von wegen, ich weiß nicht, ob ich das einfach so sagen darf. Naja, wie auch immer, der sagt, das kann man sich ja vorstellen, wenn ein Kind so schwer verletzt ist. Ich weiß halt nur, von wegen, die hat mir halt nur gesagt, sie ist halt nach Hause gekommen, das Kind lag da mit einem komplett blauen Bauch. Mhm. Wie lange waren die beiden denn schon zusammen? Die waren jetzt seit November zusammen. Ja. Und das Schlimme ist halt, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich habe die beiden praktisch zusammengebracht. Du hast die zusammengebracht? Ja. Inwiefern? Wo? Wie? Ja, bei mir, ich hatte meinen Bruder besucht gehabt in Bochum. Und er war dann dran, er könnte zu Hause halt nicht aushalten, irgendwie weil er mit seiner Ex Theater hatte. Dann ist er halt hier hochgekommen und hat hier halt hier die Freundin kennengelernt. Jetzt hat ihn den verschossen Inwiefern hast du sie zusammengebracht? Ja, dadurch, dass ich ihn einmal hergeholt habe und sie dann hier hingekommen ist, um ihn praktisch erstmal mit ihm darüber zu reden oder so. Ne? Verstehe ich nicht. Also er ist hochgekommen, da wo du wohnst.
Ja, da wollte und, ich. Und kanntest du denn seine Freundin vorher auch schon? Ja, ich kannte die schon. Das ist eine Bekannte von meiner Frau gewesen. Ach so. Und dadurch ist es dann mehr oder weniger zufällig passiert, dass die zusammengekommen sind. Ja, ja, du hast dir nicht überlegt, na, die beiden würden gut zusammenpassen und ich arrangiere mal ein Treffen, nee, so nicht. Nee, eigentlich nicht. Nee, nee. Ah, ja. Ja gut, dann kannst du da ja erstmal... Weißt du, ich habe mir immer Sorgen gemacht um meinen Bruder. Warum hast du dir Sorgen gemacht um den Bruder? Mein Bruder war lange Zeit im Heim drin. Ja? Er war jahrelang im Heim drin. Ich weiß nicht, mir wurde mal irgendwann eine Geschichte erzählt, dass er mit Baseballschläger traktiert wurde und so. Bitte? Du musst ein bisschen deutlicher reden. Mir wurde gesagt, dass er halt mit einem Baseballschläger mal traktiert wurde. Eher von jemand anderem? Ja, als Kind irgendwie. Und ich weiß, dass er eine schwere Zeit durchgemacht hat. Und neigte er denn generell in der letzten Zeit zu gewalttätigem Verhalten? Das Letzte, was ich weiß, ja. Dass er wohl schon irgendwo drunter gelitten hat. Und er hat mir einfach eigentlich versprochen gehabt, er wollte hier komplett neu anfangen. Er wollte also ein komplett neues Leben führen. Und hat er seine Freundin auch mal geschlagen? Weiß ich nicht. Ich denke mal nicht. Woher weißt du, dass er zu gewalttätigem Verhalten neigte in der letzten Zeit? Einfach, weil er jetzt in der letzten Zeit dann mehrere Anzeigen hatte, wegen Körperverletzungen und so. Weißt du, und dementsprechend denke ich mal einfach von wegen, dann wird er wahrscheinlich dazu neigen, oder? Natürlich, ja. Ja. Wie schrecklich. So, und er hatte praktisch eine Chance bekommen, komplett neu anzufangen, komplett neues Leben zu beginnen. Ich habe eigentlich gedacht, die Chance hätte er genutzt. Also Alfons, erstmal, was deine Rolle anbelangt, finde ich, dass du da null Schuld trägst. Du hast ja mit bestem Willen gehandelt, indem du ihn zu dir hast kommen lassen und ihm etwas helfen. Du wolltest ihm etwas... Ich habe mit seiner Mutter gesprochen, die hat mir gesagt, von wegen, ja, ich wirf mir praktisch vor, wäre da nur hier hochgekommen, praktisch ins Münsterland rein und sonstiges irgendwie, weißt du? Seine Mutter ist auch deine Mutter. Nein, das ist nicht meine Mutter, das ist meine Stiefmutter. Ach so, sehr kompliziert. Wir haben nur den gleichen... Was hat die dir vorgeworfen? Ja, dass er überhaupt hier hochgekommen wäre, von wegen, wäre bloß nicht hier hochgekommen, wäre inkrastiert und sonstiges. Ja, natürlich kann man das immer alles sehr, vielleicht in der Emotion und vielleicht auch leichtfertig sagen. Aber du hast das Beste gewollt. Naja, ich weiß halt nur nicht, wie soll ich damit umgehen, weißt du? Ja, klar, das würde... Und möchte ihr am liebsten helfen, habe mich bei ihr entschuldigt sogar dafür. Ja, mir geht selber damit nicht gut. Ja, was du natürlich tun kannst, wenn das auch noch eine Bekannte deiner Freundin, deiner Frau oder Freundin ist, diese... Ja, meine Ex-Frau. Ja, meine Frau, gut. Die ist von mir getrennt. Ist okay. Was du natürlich tun kannst, ist, dass du dieser jungen Frau, also der Mutter des misshandelten Kindes, dass du ihr beistehst, dass du ihr hilfst, was es zu tun gibt, dass du einfach da bist. Ja, klar. Das, finde ich, kannst du tun. Was deinen Bruder anbelangt, das wird jetzt seinen Weg nehmen. Er sitzt in U-Haft. Da wirst du gar keinen großen Einfluss mehr drauf haben. Naja, ich habe also vorhin wirklich, ich habe mal mit einem Bekannten gesprochen gehabt beim Sport, habe mir erklärt, pass mal auf, ich mache mir da Sorgen, mein Bruder, von wegen, weil der halt, weil ich habe das halt so gehört gehabt, dass da ein Videotext drin steht und so bei euch. Im WDR-Videotext? Ja, im WDR-Videotext. Das kann sein, dass es in den Nachrichten steht, ja. Ja, steht da noch aktuell drin. Und hat halt mit dem drüber gesprochen gehabt, der hat mir gesagt, pass auf, wenn, dann ist es eine ganz heftige Sache da gewesen. Ich habe gesagt, kann ich da einfach anrufen bei der Polizei nachfragen? Er hat mir gesagt, ja, kannst du. Ich habe das gemacht und habe dann einen Rückruf von der Polizei bekommen. Er hat mir mein Daten angegeben, ob das er es halt ist. Dass er es ist. Und das ist natürlich ein Schock. Und war in dem Moment erstmal von wegen groggy. Ich habe Das heißt, du hast heute erst mit der Polizei gesprochen? Ich habe heute erst davon erfahren. Ach so. Das ist ja gerade. Ich habe also jetzt praktisch so vor 2 Stunden habe ich erst erfahren, dass er es war. Verstehe. Habe ich um 10 Uhr erfahren erst. Ja, das ist Schock. Habe meinen Vater angerufen, wusste von nichts. Meine Mutter wusste nicht, was vorgefallen ist. Die wusste nur, dass er im U-Haft sitzt, und habe mit ihr auch noch gesprochen. Und so die letzten Jahre, wie würdest du das Verhältnis denn bezeichnen zwischen dir und deinem Bruder? Domian, ich habe meinen Bruder erst nach 13 Jahren wiedergesehen, praktisch. Und wann war das? Ich habe meinen Bruder erst jetzt so vor 5-6 Jahren erst wiedergefunden. Ach so. Und wie war denn so in den letzten 5-6 Jahren das Verhältnis? Ja... Ich war immer sehr auch von ihm enttäuscht. Also er hat sehr viel, wie soll ich dir erklären, sehr viel Mist gebaut. Leute wurden Ohren teilweise gezogen und also ein enges freundschaftliches Verhältnis war das nicht? Nee, ich habe nur immer wieder zugesehen, von wegen ihm zu helfen. Weißt du, ich habe immer zugesehen, von wegen, wie kann ich ihm raushelfen oder von wegen, er hat mir immer gesagt, weißt du, fang neues Leben an, komm hier runter. Fang neues Leben an, von wegen neu, ohne seine Kollegen oder sonstiges irgendwie. Was hat er denn beruflich gemacht? Mein Bruder ist arbeitslos, er kann keine Ausbildung halten, der hat einen Tumor im Hirn. Der hat einen Tumor im Gehirn? Der hat einen Tumor im Hirn, das heißt also Silvester oder so kann er gar nicht rausgehen, Disco gehen kann er nicht, er fällt dann sofort um. Also ist Epileptiker gleichzeitig zusätzlich.
Ach du liebe Zeit, das auch noch. Auch dazu, mein Vater hat Hepatitis C im Endstadion noch. Ich muss jetzt ja heute auch noch erzählen, der ist auch noch am Ende jetzt. Also, ich finde, dass, so wie du mir das geschildert hast, nochmal gesagt, dass du dir da keine Schuldvorwürfe machen brauchst. Überhaupt nicht. Das ist wirklich die Tragik, die jetzt da passiert ist, die ihren Lauf genommen hat. Jetzt wollen wir erstmal hoffen, dass das arme kleine Kind wieder auf den Damm kommt. Und mach alles, was in deinen Kräften steht, dass du der Mutter des kleinen Kindes beistehst. Wie du jetzt persönlich mit diesem Schock erstmal auch so die nächsten Tage vielleicht auch umgehen kannst, da würde ich dich gerne verweisen an meine Psychologin. Naja, es ist einfach so von wegen, weil mir geht's selber dreckig, von wegen, ich bin noch von der Perle vor kurzem an Leisten gezogen, gewaltig, und mir geht's dementsprechend auch nicht gerade gut. Ich bin selber kurz davor, praktisch zu sagen, ich müsste irgendwo in die Klinik rein. Ja klar, und wenn man so eine Nachricht hört vom Bruder, ist das natürlich der letzte Schlag dann. Aber drauf, ne? Ja, verstehe ich, kann ich verstehen. Alfons, deswegen bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone, meiner Psychologin, jetzt sofort zurückgerufen. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Und wir wünschen dem Kind alles Gute vor allen Dingen. Ich hoffe es, von wegen, ich hab der Mutter gesagt, ich rufe sie morgen wieder an und werde sie auch jeden Tag weiterhin anrufen. Ja, mach das. Der Kurzen geht, weil die hat zwei Kinder, das eine Kind ist 8 und die ist jetzt halt gerade 2. Ja. Alles Gute, Alfons, du legst bitte auf. Alles klar. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Dankeschön. So, ihr Lieben, es geht weiter mit der Susanne und Susanne ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Susanne, um was geht's denn? Ja, nicht um sowas ganz Massives, es geht eigentlich mehr um so eine Art Luxusproblem. Wenn du den Hörer irgendwie ein bisschen anders halten könntest, wäre es nicht schlecht. Das klingt so... Ja, ich versuch's mal so. So ist es schon schöner, ja. Okay. Um ein Luxusproblem. Um ein Luxusproblem, ja. Na, da bin ich aber gespannt. Ich bin seit 3 Jahren Single. Ja. Und jetzt habe ich 4 Männer. Und jetzt hast du 4 Männer? Ja. So, von heute auf morgen, oder wie? Mehr oder weniger. 4 laufen gleichzeitig in deinem Leben mit? Ich bin mit keinem von diesen 4 bislang zusammen. Sondern? Sex? Sondern es gibt, nein, auch das nicht. Es gibt 4 Männer, die potenzielle zukünftige Männer von mir sein wollen. Sein wollen und auch sein könnten? Sein könnten 3 davon. Ach so. Und wieso schießt du den 4. dann nicht gleich ab? Das ist der, mit dem es am schwierigsten ist, den abzuschießen. Also ich fange am besten mal ganz von vorne an, wie alles angefangen hat. Ja. Ich war Single und war ganz glücklich damit. Ich wollte auch keine Männer mehr, weil so nach meiner letzten Beziehung ging es mir eigentlich dann so, dass ich auf Männer verzichten wollte. Mhm. Dann bekam ich eine SMS, die offensichtlich nicht für mich bestimmt war und habe dann netterweise zurückgeschrieben. Mhm. Daraufhin lernte ich Mann Nummer 1 kennen. Ach, das ist ja verrückt. Das höre ich immer wieder, solche Geschichten, dass man ein SMS bekommt und dann lernt man jemanden kennen und dann entstehen die verrücktesten Sachen. Ja. Ich habe noch nie eine fehlgeleitete SMS bekommen. Ja. Ja, also, na gut, bei dir ist es passiert. Bei mir ist es passiert. Wie lange liegt das zurück, dass du diese erste SMS bekommen hast? 2 Monate. Ach so. Da hast du also, so kam der Kontakt mit dem ersten zustande. So kam der Kontakt mit dem ersten. Kommen wir zu dem zweiten. Der zweite, also mit dem ersten habe ich dann geschrieben, telefoniert und mich auch getroffen und waren auch Schmetterlinge im Bauch, war auch alles ganz toll und ganz schön. Dann kam Mann Nummer 2. Mhm. Mann Nummer 2 ist ein Bekannter von mir, ein Kumpel von mir oder wie man es auch nennen soll. Mhm. Den ich schon länger kenne und der dann eben, als ich dann sozusagen mein Herz langsam für Mann Nummer 1 entdeckte, mir gestand, ich liebe dich auch. Ach, er hat direkt gesagt, ich bin verliebt in dich, ich liebe dich. Genau. Ja. Wow. Ohne, dass irgendwas großartig flirtmäßig passiert ist vorher? Genau. Nur durch die Tatsache, dass er mitbekommen hat, da gibt es einen, für den interessiert er sich. Okay. Um es kompakt zu erzählen, gehen wir gleich weiter zu Fall 3. Um erstmal die Fakten zu... Fall 3 ist ein Ex-Freund von mir. Ach, das ist ein Ex-Freund von dir. Wie lange liegt die Beziehung zurück? Boah, das liegt schon sehr lange zurück. Wie lange? Stimmt schon 9 Jahre oder so. Und er tauchte plötzlich wieder auf und sagte, Mensch... Er tauchte plötzlich wieder auf und sagte, Mensch, Susanne auch noch. Und wir hatten erstmal netten Kontakt und dann irgendwann sagt er, ich bin doch immer noch in dich verliebt. Ach, so, Mann Nummer 4. Mann Nummer 4 ist auch wieder sehr kurios. Mann Nummer 4 kenne ich aus dem Internet-Chat. Wir haben eigentlich immer so ganz nett nur miteinander auch mal telefoniert und gechattet und so weiter. Also nicht, dass da überhaupt irgendetwas von Beziehung oder sonst wie dran war. Und er gestand mir auch am Telefon, Mann, ich habe mich doch toll und ganz in dich verliebt. Obwohl du ihn noch nicht gesehen hattest. Genau. Das ist nämlich alles nie so ganz ernst, wenn man sich noch nicht gesehen hat. Gut, das ist... Hast du ihn inzwischen gesehen? 3, ja, also diesen vierten halt nicht. Also den noch nicht. Der vierte ist halt nett. Wie gesagt, Hast du schon mal ein Foto von dem 4. gesehen?
Ja, von dem vierten habe ich auch ein Foto gesehen, ja. Der hat auch ein Foto von mir gesehen. Und wer ist denn jetzt, welcher ist denn der, der dich eigentlich nicht interessiert? Das ist der, der sozusagen mein Bekannter, mein Kumpel ist. Ach so. Und mit dem ist es relativ kompliziert, dem jetzt klar zu machen, hallo, ich aber nicht von dir, weil der macht mir jetzt das Leben schwer. Finde ich eigentlich nicht, indem man einfach sagt, nein, ich nicht. Genau, das habe ich ihm auch gesagt. Und daraufhin er? Findet er aber gar nicht lustig. Findet er nicht lustig? Nee. Der soll auch nicht lustig finden, lustig ist das ja auch nicht. Nein, aber er findet das auch nicht irgendwie normal, dass man einfach auch mal sagen kann, du, ist nicht. Also er findet es eigentlich unerhört, dass man ihn nicht auch liebt. Genau. So. Genau, unmöglich. Wie macht ihr ernsthaft die Hölle heiß? Ja, macht mir ernsthaft die Hölle heiß. Inwiefern? Insofern, dass also ich im Grunde genommen also nicht mehr auf irgendwelche Partys oder so gehen kann mit unserem Bekanntenkreis, weil dann stänkert er da rum. Hm. Da musst du härtere Verhaltensweisen auf. Also ich habe dem das schon 100-mal erklärt und es ist wirklich schwierig. Ja. Okay, legen wir den mal im Moment zur Seite, auf Eis. Da hilft letztendlich nur wahrscheinlich die noch härtere Methode. Ja, irgendwann wird es auch geklärt. Genau. So, aber die anderen drei kommen potenziell irgendwie in Frage für dich. Potenziell irgendwie. Du hast mit keinem, außer mit dem Ex natürlich von früher und damals, noch keinen Sex gehabt. Genau. Alle sind so, schwirren so um dich herum. Genau, alle schwirren um mich herum und haben plötzlich ihre Liebe für mich entdeckt. Du bist die Blume. Ne? Ja. Und sie sind die Bienen, die um dich herumschwirren. Ja. Jede will sich auf dich draufsetzen. Genau. Ich meine die Biene auf die Blume. Ja. Ja. Susanne. Ja, und hier soll ich dir sagen, welchen du nehmen sollst. Nein, ich weiß nicht. Ich will einfach sortieren. Ich weiß es selber nicht. Wissen denn die voneinander, dass sie Konkurrenten haben im Moment? Die beiden letzten, ja. Also der erste, der kam, der weiß es nicht, dass es da noch Konkurrenten gibt. Ja, mit dem musst du dich ja eh ein bisschen beschäftigen, den musst du ja erstmal sehen. Das ist auch, nein, den habe ich ja schon gesehen. Ich meine diesen Internetmann, den... Nee, das ist der Letzte. Das ist der Letzte, ja, den musst du ja erstmal sehen. Ja, nein, also den, das ist ein netter Kerl, ich weiß auch nicht, ob ich mit dem überhaupt was anfangen möchte. Okay, dann kann man den auch schon fast ein bisschen aussortieren. Ja. Bleiben also noch zwei. Es bleibt die fehlgeleitete SMS und es bleibt der Ex. Ja. Genau. Den Ex kannst du sehr gut einschätzen. Wie lange warst du mit dem zusammen? 2 Jahre. Gut, da weiß man schon einiges über einen Menschen. Mhm. Und den anderen, der ist nur ganz frisch und ganz neu. Wen findest du, bei wem vibriert es denn mehr so innerlich, wenn du... Bei dem ersten. Bei dem SMS-Mann? Ja, bei dem SMS-Mann. Genau. Dann nimm den. Weswegen ist denn die eine Beziehung damals auseinandergegangen? Das war im Grunde genommen, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Wir haben uns ein Stück auseinandergelegt. Also kein großer Streit oder sowas? Nee, es war nicht wirklich, dass wir uns gestritten haben. Man kann natürlich auch wieder in alte Beziehungen zurückgehen, klar, gibt es auch alles. Manchmal sind die sogar noch spektakulär besser dann, als sie mal waren. Aber wer ist denn der Hübschere von den beiden? Das kommt mir nicht, also die haben beide ihre Vorzüge. Aber wer ist denn, gut. Aber beim ersten ist es halt so, beim SMS-Mann ist es so, ich habe dem halt in die Augen geguckt. Da war schon dieses Zoom da. Ja. Das war bei dem anderen nicht? Nee. Bei dem Ex? Nicht mehr. Mit wem würdest du lieber, wenn du jetzt in der Reihenfolge auswählen dürftest, zuerst Sex haben? Mit dem SMS-Mann. Mit dem SMS. Es läuft alles auf den SMS-Mann. Und das ist gleichzeitig der komplizierteste, weil der am weitesten weg lebt. Wie viele Kilometer? 350. Ach, ja, geht ja noch, haarscharf. Ja. Gute Bahnverbindung? Gute Bahnverbindung, ja. Autofahren? Auto nicht vorhanden. Aber gute Bahnverbindung. Ja. Und der ist auch solo? Der ist solo, ja. Nicht, dass also wir da eine neue Problemschiene aufmachen? Nein, also er ist gerade dabei umzuziehen. Er lebt doch mit seiner Ex-Freundin zusammen. Das ist aber eine total kranke Geschichte, wie das alles läuft. Und er zieht gerade um. Und die ist im etwa auch nicht für mich, sondern für sie. Und sie war auch nicht fein. Und ja, da ist Was würde denn... Die war nicht fein, die SMS? Nee, das war nicht sehr nett. Und dennoch hast du geantwortet? Ja, weil ich habe einfach gedacht, so, ey, was für ein Arsch steckt hier, so eine SMS. Hast du zurückgesimst oder angerufen? Nee, ich habe zurückgesimst, dass er mich ja wohl nicht meinen könnte. Und hat er dann angerufen oder ging es erstmal SMS-mäßig hin und her? Nee, dann hat er angerufen und war erstmal so, ich bin so leid und das wäre auch gar nicht für mich. Wie lustig. Wie lustig. Und dann haben wir 1,5 Stunden telefoniert. Was würde denn eventuell für den Ex sprechen? Ja, dass ich im Grunde genommen weiß, worauf ich mich einlasse. Ach, das ist doch langweilig. Ja, eben. Also, im Prinzip haben wir es schon geklärt. Dem einen muss es noch klar gemacht werden, dem ehemaligen Bekannten, der Hartnäckige. Ja.
der muss volle Kanne gesagt kriegen, so nicht und ich will nicht. Der Internetmann ist irgendwie schon ein bisschen raussortiert. Ja, ist nett, mit dem mal zu telefonieren und zu chatten. Genau. So, dann ist noch der Ex da und der SMS-Mann. Ich habe jetzt bisher eigentlich nur so das Positive von diesem... SMS-Mann. Ja, von dem SMS-Mann. Nennen wir ihn den SMS-Mann. Susanne, Mensch, so geht das. Da willst du dich völlig abkehren von der Männerwelt. Tja, und dann sitzt du wie eine Königin da und kannst auswählen. Und kann es auswählen, genau. Ist doch grandios. Ja, aber ich bin damit völlig überfordert. Was sagt denn die beste Freundin? Beste Freundinnen haben ja meistens recht. Die beste Freundin sagt, ja Mensch, mit dem SMS-Mann, überleg doch mal, den kennst du doch gar nicht richtig und der ist so weit weg. Ach, das ist eine Bedenkenträgerin. Ja, ja. In diesem Fall hat sie nicht recht, glaube ich. Ich glaube es eben auch nicht, aber das ist so das, das ist ja mein Problem, das ist das, was ich höre. Dass die eben alle sagen, mein Herz schlägt für ihn, das ist so. Ja, Susanne, das war der Satz, mein Herz schlägt für ihn, das war's. Müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Das ist es einfach. Ja, mein Herz schlägt für ihn. Das ist und es. Alle anderen sagen, nein, dann muss man auch das völlig Irrationale und Verrückte machen. Und wenn es 300 Kilometer, es sind ja nicht 3000. Ja. Und es sind nicht 500 oder 600, was, aber 300, ja. Naja. Mein Herz schlägt für den SMS-Mann. Ja. Da könnte ein Filmtitel auch sein. Der rosamunde Pilcher. Ja, so, genau sowas. So, ich wünsche dir viel Glück einfach. Ja, danke. Toi, 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 alles Gute. Nimm ihn. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Themennacht. Diese Woche gibt es übrigens nur ein Thema wegen Weiberfastnacht. Da sind wir aber auch hier, aber da ist die Sendung offen. Also diese Woche gibt es nur am Dienstag, also morgen ein Thema. Und morgen heißt das Thema ungewöhnliche Esserfahrungen. Ja, ich möchte mich mit euch rund über das Essen unterhalten. Habt ihr schon mal etwas extrem Ekelhaftes gegessen? Es müssen ja nicht unbedingt Känguruhoden sein. Dennoch meine Frage, habt ihr schon mal etwas extrem Ekelhaftes gegessen? Oder vielleicht etwas gegessen, was viele Leute als extrem ekelhaft ansehen und ihr aber nicht. Und ihr sagt, ich mag das, ich finde das ganz, ganz schmackhaft. Oder ist euer Essverhalten extrem ungewöhnlich? Oder verwendet ihr Lebensmittel vielleicht manchmal so, wie man sie eigentlich nicht verwenden sollte oder wie man sie eigentlich, wie man das eigentlich nicht macht. Also ungewöhnliche Esserfahrungen ist unser Thema rund ums Essen. Möchte ich gerne mit euch mich unterhalten. Bitte nicht, wir unterhalten uns nicht über Rezepte, sondern über wirklich ungewöhnliche Sachen und extreme Sachen. Ungewöhnliche Esserfahrungen morgen. Wenn ihr mitmachen wollt, wie immer ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Jenny ist hier. Wollte ich schon Jenny sagen. Jenny, 23, guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Und zwar geht es darum, mir geht es nicht gerade so gut, weil ich habe die Anfang des Jahres erfahren durch die Zeitung, dass meine Mutter am 21.12. verstorben ist letztes Jahr. Das hast du wann erfahren? Anfang des Jahres durch die Zeitung. Das heißt, du hast keinen Kontakt mit der Mutter gehabt? Nein, meine Mutter hatte Kontakt zu mir, aber sie durfte nicht mehr durch meinen Vater. Meine Mutter war leider zu schwach, um gegen ihn anzukommen. Ja, an was ist deine Mutter verstorben? Weißt du das? Soviel ich weiß, an Herzklappenfehler mitten in der Nacht. Und das Problem ist, ich konnte mich von ihr nicht richtig verabschieden. Ich habe durch eine Bekannten, habe ich meiner Mutter einen Brief geschrieben, bin zum Friedhof gegangen und habe den da verbrannt und habe darüber mit ihr gesprochen. Und ich war auch in der Kirche, habe gebetet, so weil, wie gesagt, ich konnte mich von ihnen leider nicht richtig verabschieden. Ja, wann hast du denn deine Mutter das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal war letztes Jahr im Sommer im Krankenhaus, wo sie an Schläuchen lag. War sie da auch schon wegen der Herzgeschichte im Krankenhaus? Nein, da hatte sie, weiß ich nicht, was sie da hatte, aber einen Schlaganfall erlitten, einen schweren, den sie Gott sei Dank überlebt hat. Da habe ich sie aber besucht und ich habe da fast einen Nervenzusammenbruch bekommen, weil sie da an Schläuche gelegen hat und weil sie künstlich ernährt werden musste. Jetzt habe ich das noch nicht richtig verstanden. Der Kontakt wurde immer verhindert durch deinen Vater oder Stiefel. Ist das dein Vater oder Stiefvater? Dein Vater. Nee, mein Leiblicher, leider Gottes. Und der wollte nicht, dass du, die Tochter, mit der Mutter in Kontakt bist? Ja. Wie viele Jahre geht das schon so? Das geht seit meinem 13. Lebensjahr so. Ach, und wo hast du nach deinem 13. Lebensjahr gelebt? Ich habe bei einer damals besten Freundin auch gelebt und ich war auch dann wieder zu Hause, dann ging das auch gut. Ja. Und dann war ich im Heim 2 Jahre und dann war ich da nach dem Heim war ich dann auch in der Klinik, in der Elisabeth-Klinik, weil ich bin seitdem psychisch und seelisch krank.
Ich verstehe. Also die Familienverhältnisse sind ziemlich bedrückend und schlimm bei euch zu Hause. Bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch eine jüngere Schwester, aber sag ich mal, meine Schwester ist der Engel in der Familie, sag ich mal so. Und du bist verstoßen? Ja. Und deine Mutter konnte sich nicht durchsetzen gegen ihren Vater? Genau, das stimmt, weil meine Mutter wurde das erste Mal schwer krank, da war ich 9. Mhm. Und deine Mutter hätte, du glaubst, dass deine Mutter gerne Kontakt mit dir gehabt hätte? Ja, und weiß ich. Hat sie mir auch gesagt, und mein Vater wollte es nicht, weil sie hat zu mir am Krankenhaus noch gesagt, hat sie mir gesagt, sie wird mich immer lieben, ich werde immer ihre Tochter bleiben, egal wie lange sie noch zu leben hat. Wie traurig. Da bist du heimlich ins Krankenhaus gegangen? Der Vater? Ich hab's durch meine Schwester erfahren, weil ich musste meine Schwester löchern, dass sie mir überhaupt was sagt. Mhm. Das heißt, das letzte Mal hast du deine Mutter dann in dem Zustand damals im Krankenhaus gesehen? Ja. Mhm. Ich habe leider nur, wie gesagt, ich habe nur die Sterbeurkunde von ihr, ich habe nur den Totenschein, ich besitze noch nicht mal ein Foto von ihr. Kein Foto, auch nicht von früher irgendwas? Nein, komme ich leider nicht dran. Und auch jetzt durch den Tod gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, so über die Barrieren zu gehen und mit dem Vater Kontakt aufzunehmen? Nein, ich habe es versucht, ich habe da angerufen, aber mein Vater hat sofort wieder aufgelegt. Warum ist er denn so gegen dich? Ja, weil ich habe früher, sag ich mal, ich habe Scheiße gebaut, viel früher. Ich bin mit Schlägen groß geworden. Mein Vater hat mich geschlagen und meine Schwester ist immer richtig lieb behandelt worden, sag ich mal. Ja, wenn du sagst, du hast Scheiße gebaut, na okay, da warst du ein Kind oder eine Jugendliche. Das ist ja nun alles lange her. Ja, aber mein Vater ist einer, der verzeiht mir nicht so schnell. Dann hast du, wie furchtbar, dann hast du in der Zeitung die Todesanzeige von deiner Mutter gesehen. Ja. Was hast du denn da empfunden, als du die Zeitung aufgeschlagen hast? Ich habe es von einer Bekannten erfahren, die wollte mir das erst nicht sagen. Ich habe bei einer Bekannten, sag ich, fast Nervenzusammenbruch gekriegt. Mhm. Mhm. Und jetzt erzähl das nochmal. Du bist dann zum Friedhof gegangen mit einem Brief an deine Mutter. Ja, aber ich hatte eine beste Freundin, die hat das gleiche erlebt mit ihrem Vater. Mhm. Und ich hatte meiner Mutter einen Brief geschrieben, weil ich wollte mich ja von ihr verabschieden. Da meinte sie, ich sollte zum Friedhof gehen. Ja. Sollte den da verbrennen und habe mit meiner Mutter darüber gesprochen. Wusstest du denn, war das denn leicht für dich rauszubekommen, wo das Grab ist? Ich weiß leider noch nicht mal, wo sie begraben liegt. Mein Vater hat das anonym gemacht. Ich weiß nur, dass sie verbrannt wurde in der Urne. Ach so, es gibt gar keine Grabstelle. Nein. Und wo hast du denn deinen Brief dann verbrannt? Bei uns in der Nähe ist ein Friedhof. Da habe ich den verbrannt. Aber auf dem Friedhof, irgendwo liegt sie auch? Oder? Sie liegt da, wo wir wohnen, ist ein Friedhof bei uns. Sie liegt aber nicht da auf diesem Friedhof, sie liegt irgendwo anders im Dorf und auf dem Friedhof. Ach so, du bist auf irgendeinen Friedhof gegangen? Ja, bei uns vor der Haustür ist einer, da bin ich hingegangen, hab den verbrannt und hab mit ihr darüber gesprochen. Verstehe, also du hast ja einen Friedhof ausgewählt, einfach so als Gedenkstätte. Ja. Und hast da deinen Brief, den du an deine Mutter geschrieben hast, verbrannt, in der Hoffnung, dass eine geistige Verbindung nochmal hergestellt wird zu deiner Mutter. Ja. Hast du diesen Brief da auf einer Wiese verbrannt oder wie hast du das gemacht? Ich habe mich auf die Bank gesetzt und habe den vor meinen Augen verbrennen lassen. Also ich habe auch meine Gefühle richtig raushängen lassen. Ich habe also geweint, auch wie so ein Schlossunter, weil mich das nicht loslässt. Was stand denn in dem Brief, wenn du einiges erzählen möchtest? Du musstest es nicht? Da stand auf jeden Fall drin, dass ich sie vermisse auf jeden Fall und dass ich mit ihr gekämpft habe, also versucht habe, diese Krankheit loszuwerden. Sie hat es auch geschafft, einige Zeit. Aber dann kam das wieder und da stand auch drin, dass ich mich auf jeden Fall entschuldigen will für die ganze Scheiße, die damals passiert ist. Als du Kind warst? Ja. Ja. Aber ich glaube, dass ich immer bei ihr sein werde, egal was ist, und dass ich immer an sie denken werde, dass ich sie nie vergessen werde. Mhm. Aber so wie du es gerade erzählt hast, Jenny, hat sie dir das ja schon vergeben? Ja, aber mein Vater nicht. Ja, aber das ist jetzt erstmal egal. Jetzt geht es um deine Mutter. Ja. Wenn sie das zu dir gesagt hat, im Krankenhaus, als du sie besucht hast, was du gerade erzählt hast, dann hat sie dir ja eigentlich vergeben und es war für sie wahrscheinlich ein großes Unglück, dass ihr beide keinen Kontakt haben durftet. Ja, und das Schlimmste ist noch, mein Verlobter, der konnte sie nicht kennenlernen, weil meine Mutter hätte ihn gerne kennengelernt, nur es ging halt leider nicht. Mhm. Wie alt ist denn deine Mama geworden, Jenny? Die wäre jetzt dieses Jahr 48 gerade mal geworden. 48 erst. Mhm. Ja. Wie schlimm. Wie schlimm. Das ist sehr traurig, was du erzählst. Und ich finde, dass dein Vater große Schuld trägt. Ja. Und sein Verhalten überhaupt nicht zu rechtfertigen ist. Spätestens jetzt, wo die Mutter so schlecht dran war, hätte er alles vergeben müssen. Und er hätte alle Vergangenheit sein lassen müssen, hätte dich anrufen müssen. Ein schweres Vergehen, was er da getan hat, finde ich. Ja.
Aber wenn du für dich so einen Weg findest, auch mit deiner Trauer, ich finde das mit dem Brief eigentlich eine ganz gute Sache. Wenn du so auch mit deiner Trauer vielleicht fertig werden kannst, finde ich das gut, das so zu machen. Könntest du denn, wohnst du, wie weit wohnst du entfernt von dem Friedhof, wo sie wirklich begraben liegt? Ich sag mal, mit der Bahn mindestens eine halbe Stunde weg. Ach so. Hast du mal überlegt, da mal hinzugehen? Bin ich schon die ganze Zeit immer überlegen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil ich kenne mich, ich kriege schnell Nervenzusammenbruch. Müsstest du jemanden mitnehmen? Ja. Alleine würde ich es dann nicht machen. Nein, ich würde meinen Lebensgefährten mitnehmen, auf jeden Fall. Ja, das musst du so für dich entscheiden, ob du stabil genug bist und ob das gut für dich ist. Ja, das Problem ist halt, ich möchte loslassen, nur ich kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, wie ich loslassen kann. Wobei das Ganze ja auch noch wirklich sehr frisch ist. Ja. Das ist ja auch noch ein Schock, wenn du Anfang Januar, das mal gerade ist 3-4 Wochen her, das in der Zeitung gelesen hast, kann man auch so schnell noch nicht loslassen. Ich finde das ganz normal jetzt, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Hast du Angst, dass es noch schlimmer werden könnte? Ja. Angst konkret vor was? Ja, dass ich meinen Vater sehe und ihn dann zur Rede stelle. Nur weil ich weiß sowieso, dass ich es nicht mache, weil ich panische Angst vor meinem Vater habe. Kann das denn sein, dass du den zufällig irgendwo siehst? Ja. Ja? Ja, die Angst ist drin. Ich glaube, es ist genug Traurigkeit und Unglück im Moment da, dass es das Beste wäre, dem einfach aus dem Weg zu gehen. Denn du wirst nichts bewirken, indem du da einen Streit anfängst. Und wenn du Angst vor ihm hast, ist er vielleicht dir auch noch überlegen in Worten und im Verhalten. Ja. Und dann wird es noch schlimmer für dich. Ja. Du hast einen Lebensgefährten. Ja. Ist das eine gute Beziehung? Ja, sehr gut. Ich bin glücklich, dass ich ihn habe, weil er steht jetzt gerade dazu, wo es mir jetzt so mies geht, bei mir, er will mir auch helfen, nur er weiß nicht, wie er mir helfen kann dabei. Ist ja auch sehr schwer. Ist auch sehr, ja, sehr schwer. Aber es ist schon mal gut, wenn man jemanden hat, an dem man sich so anlehnen kann, dem man auch sein Herz ausschütten kann und ja, bei dem man auch mal weinen kann und so. Hm. Als wenn man ganz alleine da steht. Aber deine Angst ist nicht so groß, dass du Sorge hast, dass du irgendwie dir was antun würdest? Nein. Das nicht? Ich würde mal gerne, Jenny, gerne sehen, wenn du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Es gibt, auch wenn man in so einer schweren Trauerphase ist und mit deinem ganzen Hintergrund, schon so ein paar Hilfsstellungen, die du vielleicht in Anspruch nehmen könntest. Und das würde sie dir sagen. Ja. Mir tut es sehr leid, was da gelaufen ist. Und du trägst da überhaupt keine Schuld. Du bist ja wirklich ein Opfer. Ein Opfer des Vaters letztendlich. Ja, was ich auch noch erfahren habe, dass meine Mutter am 31.12. war die Trauerfeier und nicht mal das wusste ich. Gar nichts. Nein. Gar nichts. Und wenn das nicht jemand in der Zeitung gelesen hätte... Dann hätte ich das wahrscheinlich nie erfahren. Hätte es irgendwann erfahren. Du wüsstest es heute noch nicht. Nee. Hast du denn damals im Sommer, nachdem du aus dem Krankenhaus dann rausgegangen bist, hast du versucht, nochmal mit ihr Kontakt aufzunehmen? Ich habe es versucht, aber sie wollte auch nicht, weil sie wollte nicht, dass ich sie leiden sehe. Und wahrscheinlich war es ja dann sowieso sinnlos, weil er immer wieder dazwischen gefunkt hat. Ja. Ja. Liebe Jenny, das läuft bei uns so, du legst bitte auf und dann wirst du von der Simone zurückgerufen. Ja. Das kann ein paar Minuten dauern, ich weiß nicht, ob sie gerade frei ist, aber du wirst auf jeden Fall so in der nächsten Zeit von uns zurückgerufen. Okay. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Danke für deine Hilfe. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Michael ist hier. Michael ist 48. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Michael, um was geht's denn? Ja, ein Riesenproblem. Ich brauche mal deinen Rat. Erzähl. Seit 25 Jahren kein Kontakt mehr mit meiner Mutter. Wir haben uns ordentlich verkracht. 25 Jahre? Ja. Das ist eine lange Zeit. Das ist richtig. Lebt der Vater noch? Nein, der ist auch schon vor 10 Jahren gestorben. Die sind auch geschieden. Ach, die sind geschieden. Neuen Mann genommen. Ja, der war mit mir und ich mit ihm nicht so grün. Und da haben sich dann unsere Wege getrennt. Und, naja. 25 Jahre kein Kontakt mit? Absolut Totenstille, nein. Und der Grund war der neue Mann? Ja, der neue Mann und, naja, ich war auch kein Engel. Das heißt, du hast auch Blödsinn gemacht, reichlich. Schlimme Sachen? Was
man so einer Jugend für Blödsinn baut. Ja. Warst du im Knast? Das auch. Weswegen? Ich hab mich mal mit ein paar Leuten angelegt und hab sie von der Bahn geschubst, das waren aber Zuhälter. Das ist ja egal, wer das war. Du hast jemanden von die Bahn, eine Bahn geschubst? Nein, nicht die Bahn, sondern von der Bahn geschubst. Von der Bahn geschubst? Nein, nicht die Bahn, nicht den Zug. Ist mir klar. Du hast die Leute auf die Schiene geschubst oder aus einem fahrenden Zug rausgeschubst? Nein, ich habe sie einfach mehr als kampfunfähig gemacht. Wie verletzt waren sie? Beim einen waren nur noch 4,5 Liter Blut im Bauch. Ist er gestorben? Nein. Sind alle glücklicherweise noch am Leben. Das habe ich immer noch nicht kapiert. Hast du die vor eine laufende, fahrende Bahn geworfen? Nein, Domian. Das sollte nur heißen, dass ich sie aus dem Verkehr gezogen habe. Ach so, entschuldige. Das habe ich jetzt ein absolutes Missverständnis. Das macht nichts. Naja, das haben sie mir alles krumm genommen und dann haben wir uns, die Wege haben sich getrennt. Jetzt hat am Wochenende meine Schwester aus England angerufen und versucht da jetzt Frieden zu stiften, weil meine Mutter nun 71 ist und allein im Haus und... Sie ist mit dem Mann nicht mehr zusammen? Der ist jetzt am Wochenende gestorben. Ach, der ist am Wochenende gestorben. Ja, nur weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, weil... Ist deine Mutter denn auch krank? Weiß ich nicht. Meine Schwester deutete nur an, dass es wohl auch nur noch ein paar Jahre sind. Lebt denn die Mutter auch in England? Nein, die wohnt hier in Deutschland, eigentlich 100 Kilometer von mir entfernt. Und in diesen 25 Jahren wart ihr beide so stur, dass du nie dich bei ihr gemeldet hast und sie sich nie bei dir? Richtig. Kein Lebenszeichen, kein Telefonat, nichts. Aber die Schwester hat Kontakt zu der Mutter. Ja, regelmäßig. Spricht denn die Mutter über dich bei der Schwester? Angeblich. In welchem Sinne spricht sie über dich? Angeblich soll sie fragen, wie es mir geht. Also sie macht sich Gedanken über den Sohn. Sorgen. Ja, nur... Sie ist interessiert. Ja, sagt meine Schwester, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so der Wahrheit entspricht. Also so das, was die Schwester sagt, geht so in die Richtung, es wäre gut, wenn ihr euch wieder versöhnen würdet. Ja. So sollte es nach meiner Schwester sein, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo bin ich da ein bisschen geteilt. Soll ich oder soll ich einfach meine Mauer stehen lassen? Was spricht denn dafür, die Mauer stehen zu lassen? Dass mein Leben einfach genauso ruhig weiterläuft wie jetzt, weil... Welche Sorge hast du denn, wenn du die Mauer nicht stehen lässt? Dass es Vorwürfe gibt von früher, dass alte Sachen hochgekocht werden. Ich habe jetzt nun über ein Jahrzehnt mein Leben in den Griff gekriegt. Ohne Blödsinn, ohne alles. Und führst ein normales Leben? Ganz normal. Ich schwimme jetzt mit den Fischen, nicht mehr dagegen. Hast du denn mal im Kopf so durchgespielt, was das für ein Gefühl für dich wäre, wenn du die Mauer jetzt stehen lässt? Und in ein paar Jahren kommt die Nachricht, die Mutter ist tot. Was das denn für ein Gefühl wäre? Nee, das weiß ich nicht. Hältst du es für möglich, dass das dann vielleicht so Gedanken hochkommen, hätte ich vielleicht doch mal? Kann ich nicht abstreiten. Weißt du, Michael, 25 Jahre ist wirklich eine lange Zeit, finde ich. Und es ist deine Mutter. Und du bist ihr Sohn. Und wenn so ein Signal schon von der Schwester kommt, finde ich, dass man einen Versuch der Versöhnung machen sollte. Wenn du merkst, dass es doch wieder ausufert in Vorwürfe oder dass es so ist wie früher,
was man nicht weiß, aber vielleicht könnte es ja so sein, kannst du dich immer noch schnell zurückziehen und die Mauer wieder aufbauen. Aber dann hast du es versucht. Vielleicht ist es ja sogar eine Chance, Sohn und Mutter nochmal in einer einigermaßen guten Form zusammenzubringen. Vielleicht. Wenn die Chance auch klein ist, aber ich finde, dass man die nutzen sollte. Ja, das sagte meine Schwester auch. Aber wie gesagt, ich bin da unsicher. Eigentlich hast du nicht viel zu verlieren. Du kannst dich, wie gesagt, sofort wieder zurückziehen. Es ist eine alte Frau, die gerade ihren Mann verloren hat. Und vielleicht ist sie auch wirklich krank, wenn deine Schwester da so Andeutungen macht. Aber es ist eine alte Frau. Wie schlimm, wenn du irgendwann da sitzt und denkst, mein Gott, hätte ich doch die Hand mal gereicht. Zumindest, ich hätte sie ja mal reichen können. Und wenn ihr beide so Sturköpfe seid, dann sei du mal vielleicht der Klügere und sag, okay, eine Chance. Ja, gut. Ich kenne die Einzelheiten ja nicht in eurem Fall, aber so grundsätzlich würde ich so schon in die Richtung tendieren. Vielleicht freut sie sich ja auch wahnsinnig. Man weiß ja gar nicht, was in ihr vorgegangen ist in den letzten Jahren. Vielleicht freut sie sich auch ganz, ganz großartig, dass du ein normales Leben führst, wenn du früher so auf der schiefen Bahn warst. Das kann natürlich durchaus sein. Hast du Familie? Nein. Nein. Ich bin so ein Einzelbrötler geworden. Mhm. Ja, egal. Ich würde es machen, Michael. Ich würde es machen. Na gut. Ich würde auch aufgeregt sein, wenn ich ihr zum ersten Mal gegenüber treten würde. Ich wäre nervös. Aber ich glaube, das ist auch normal. Das ist sie auch. Das wird sie auch sein. Ja, Angst davor habe ich. Das ist auch normal. Mach es. Gut, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Darf ich dann noch dich um ein Autogramm bitten? Ja, sehr gerne. Dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Das ist lieb. Alles Gute. Vielen Dank nochmal, ne? Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen geht's ums Essen. Ich möchte gerne mit euch reden über ungewöhnliche Esserfahrungen. Was habt ihr schon an extrem ekelhaften Sachen gegessen? Vielleicht essen müssen oder erstmal ausprobiert? Vielleicht esst ihr auch oder habt schon extrem ekelhafte Sachen gegessen, die andere Leute ekelhaft finden, ihr aber eigentlich ganz, ganz interessant findet. Ist euer Essverhalten, das Verhalten vielleicht extrem ungewöhnlich oder macht ihr mit Lebensmitteln Dinge, die man eigentlich nicht so macht und verzehrt sie dann schon hinterher, aber vielleicht setzt ihr sie irgendwie so ein, dass man im ersten Moment denkt, na, das ist aber ungewöhnlich. Also, ungewöhnliche Esserfahrungen, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder ihr mailt rund um die Uhr domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Pascal. Pascal ist 30. Ja, hallo, guten Morgen. Jo, Pascal, um was geht's? Ja, und zwar, ich habe ein Problem in der Liebe. Ich gerate immer an die falschen Männer. Und ich weiß nicht, warum. Das heißt, ich werde oder bin die letzten Jahre ständig ausgenutzt worden. Und ja, was mache ich falsch? Ich habe keine Ahnung. Was heißt denn falsche Männer? Warum sind die Männer falsch, mit denen du zusammen warst? Ja, weil jetzt zum Beispiel bei meinem letzten Partner war es so, dass der mich halt finanziell ausgenutzt hat. Wie lange warst du mit dem zusammen? Fast ein Jahr. Ja. Und wie viel Geld hat der aus dir rausgezogen? Ja, so 3.000 Euro. Ja, und jetzt ist er weg. Und ich habe dann daraufhin, also er wollte mir das Geld zwar schon wiedergeben, aber ich habe bis heute nichts davon gesehen. Okay, also das ist einer, der hat dich jetzt finanziell ausgenutzt. Ja. Der hat bisher auch deine Gutmütigkeit ausgenutzt und hat dich da um das Geld betrogen. So, was ist noch passiert?
Ja, was ist noch passiert? Gut, er hat jetzt dieser Spezielle hier, dieser eine, hat haufenweise private Dinge von mir, die halt noch in seiner Wohnung sind, die er nicht rausrücken möchte, unter anderem. Also die das noch? Kommt dann nochmal zu diesen... Von dir, private Von mir, ja, das sind ist zum Beispiel, also sind so Sachen runter wie Handys und so weiter, ja. Die natürlich auch noch einen Wert haben, die jetzt aber in den 3.000 Euro nicht mit... Ja, also ihr seid richtig zerstritten? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe auch Anzeige erstattet. Ach so, weit Vertrauensmissbrauch und so weiter, weil er mir halt die Sachen, wie gesagt, nicht zurückgeben will. Kann man Anzeige erstatten wegen Vertrauensmissbrauch? Ja, das geht. Echt, das geht? Ja, also hier geht's, weil ich rufe nicht aus Deutschland an. Sondern aus? Aus Belgien. Aus Belgien, ah ja. Und hier geht das. Mhm. Und wie gesagt, die Anzeige läuft, nur... Momentan passiert nichts. Ja. So, das war jetzt der eine Typ. Da habe ich jetzt so ein grobes Bild von, was der mit dir gemacht hat. Ja. Was war mit den anderen Männern, dass sie die falschen, dass du sagst, dass ich gerade immer an die falschen? Ja, mit meinem ersten Partner, das liegt jetzt schon einige Jahre zurück, war ich circa 3 Jahre lang zusammen. Mhm. Und der kam auch von weiter her, der kam aus Ostdeutschland. Mhm. Und wir haben hier 2,5 Jahre zusammen gelebt, bei mir. In Belgien. Mhm. Und der hat die ganze Zeit sich hier aushalten lassen. Das heißt, er ist zwar arbeiten gegangen, ich auch, aber hat sich hier aushalten lassen. Es geht wieder um Geld. Ja, es geht wieder um Geld. Ging es immer um Geld bei den Männern? Meistens immer um Geld, ja. Da würde ich mir mal selber an die Nase fassen, warum ich so ja, leichtgläubig. Ja, ich versuche, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Talent, immer an die falschen Leute zu geraten. Ja, du hast aber auch ein Talent, immer das Falsche zu tun. Ja, das ist durchaus was dran. Ja, sicher. Sicher wirst du das Pech haben, dann immer wieder auch auf Leute zu stoßen, die, ich sag mal, deine Gutmütigkeit ausnützen. Mhm. Aber sieht man mir das an? Ich weiß nicht, woran erkennen die Menschen? Ach Gott, ja, man merkt es, wenn man jemanden kennenlernt und ein bisschen näher kennenlernt, merkt man ja, ob jemand eher ein harter Knochen ist oder ob jemand schon eher offen und weich ist. Und wenn man bösartig drauf ist, kann man den ausnutzen. Das merkt man doch. Also ich habe natürlich da schon meine Lehren jetzt draus gezogen, ne? Also ja. Das auf jeden Fall schon, aber... Also du müsstest eigentlich im Prinzip ein etwas strengeres Auge auf deine Typen werfen und vor allen Dingen dich auch mal ein bisschen kontrollieren, dass du in dieser Freigiebigkeit, was ja eigentlich ein netter Charakterzug ist, wenn jemand freigiebig ist, finde ich immer sehr positiv und ist mir sehr sympathisch. Ja. Aber dass du das einfach ein bisschen zurücknimmst und erst das wirklich dann auch gibst, wenn das ein guter Typ ist, wo du denkst, der hat's verdient und der gibt's mir auch wieder zurück. Jetzt macht der Liebe bekanntermaßen blind. Ja, das ist natürlich das Schlimme. Aber du hast ja schon, wie viele schlechte Erfahrungen hast du denn schon gemacht? Also jetzt, das sind einige gewesen, nicht 4, 5. Ja. Jetzt so auf Anhieb. Immer das gleiche. Und es war immer so etwa, also mein erster Freund, der aus Ostdeutschland kam, wo ich dann hier mit zusammen gelebt habe, der hat hier gelebt und hat sich praktisch von mir aushalten lassen. Mhm. Das heißt, der hat weder Miete bezahlt, noch irgendwas, Nebenkosten, noch sonst irgendwas. Mhm. Der hat hier gearbeitet und ich habe auch gearbeitet. Also am Geld hat es nicht gelegen von seiner Seite aus, aber er hat das ganze Geld für sich praktisch alleine verbraucht. Ja, aber dann stelle ich auch gleich die Frage, warum hast du das dann auch über einen so langen Zeitraum mit dir machen lassen? Warum? Ja, da musst du halt auch Liebe, das ist einfach die Liebe. Ja, gut, sicher im allerersten Moment, ja. Aber dann musst du halt auch dich trainieren, einfach, dass du da auch ein bisschen härter bist. Und nicht den Hansel letztendlich hast du dich ja wirklich wie so ein Weichei verhalten. Muss man so sagen. Ja, gut, das kann natürlich sein. Ja, da musst du ein bisschen selbstbewusster und strenger halt auch auftreten. Mhm. Ja, wie gesagt, also jetzt. Mein letzter hat mich total finanziell fast an den Rand des Ruins gebracht, weil ich... Ja, aber du siehst ja, wir reden immer so über das Finanzielle. Ja, es geht um das Finanzielle, so. Klar. Und klar. Das heißt, du offensichtlich ziehst du durch deine Art und Weise auch Leute an, die dich ausnutzen. Mhm. Das heißt, da müsste ein bisschen mehr Selbstreflexion stattfinden. Was ist denn mit mir los? Strahle ich das aus? Warum bin ich so, wie ich bin? Du hast ja schon eine ganze Menge Erfahrung gemacht. Und einfach auch so ein Selbsttrainingsprogramm dir erstellen, dass du nicht so schnell freigiebig dich verhältst. Dass du die auch nicht so schnell in deine Wohnung lässt, die Männer, und also dass ihr nicht zusammen wohnt und dass ihr die Kassen auseinanderhaltet und so weiter. Das kann ja alles irgendwann dann mal aufbrechen, wenn es wirklich eine tolle Liebe ist und ein guter Typ.
Na gut, nur nach welcher Zeit ist das, ne? Wann weiß ich das, ne? Also Dann lass es einfach eine ganze Weile so laufen, indem ihr klare, getrennte Kassen macht. Mhm. Und wenn er dir die Ohren voll jammert, ich brauche da Kohle hierfür, dafür, und du hast nur den geringsten Ansatz eines Misstrauens, ja. Sag nein. Wenn er dann beleidigt ist, ist er eh ein falscher Typ. Ja, gut, ja. Ist ja, so schwer. Weißt du, nein sagen, habe ich meine Probleme. Das glaube ich. Das ist mir bekannt. Das glaube ich. Das ist jetzt so schwierig für mich auch so relativ allgemein darüber zu reden. Ja. Aber das ist ein interessanter Satz, den du da gerade gesagt hast. Mit dem Nein sagen habe ich so meine Probleme. Weil ich auch unter anderem heute noch mit einer guten Freundin von mir telefoniert habe. Und wir haben darüber nochmal diskutiert, jetzt über das Ausnutzen, dass ich mich habe ausnutzen lassen. Sie hat mich in den letzten Jahren, hat diese Freundin mich auch schon gewarnt und tu dieses nicht und gib nicht so schnell Geld. Ja. In dem Moment bin ich so blind, ich sehe das dann gar nicht. Mhm. Ne? Oder ich will es nicht wahrhaben vielleicht sogar. Das kann natürlich auch sein. Aber ich beglückwünsche dich, dass du eine gute Freundin hast. Die habe ich, ja. Ja, die hast du. Und die ein objektives Auge auf die Sachen hat. So, dann mach dir doch einfach mal zur Regel, dass du dich auch ein bisschen an ihr orientierst, wenn sie sagt, vorsichtig, dass du deine Blindheit aus Liebe, dass du einfach dagegen angehst und dich dann entsprechend härter verhältst. Wenn sie auch sagt, hier, pass auf, hier stimmt was nicht. Das ist halt, wenn ich mich in jemanden verliebt habe, das mit dem Hartsein, das ist natürlich schon richtig, nur habe ich Angst, denjenigen dann auch zu verlieren, wenn ich dann halt durchgreife praktisch und sage nein. Aber wenn du den dann verlierst, dann ist auch gut und tschüss. Trainiere Nein zu sagen. Ich glaube, das ist genau der richtige Satz, den du selbst gesagt hast, und halte dich an deine beste Freundin, Pascal. Mhm. Und dann gib auch immer wieder den Leuten, auch den Männern, eine Chance. Tja, ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Es sind ja nicht alle Männer gleich. Nein, genau, ganz genau. Schöne Grüße nach Belgien. Ja, okay. Danke alles Gute, Pascal. Tschüss. Ja, tschüss, Domian. Ciao. Und hier ist die Eugenie, stimmt das? Ja, Eugenie ausgesprochen. Eugenie? Ja, genau. Auch aus Belgien? Nein, nee. Aus Deutschland. Aber meine Vorfahren waren mütterlicherseits und väterlicherseits Hugenotten. Und da geht der Name schon über Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Das ist lustig. Meine Vorfahren waren auch Hugenotten. Ja? Ja, sind wir vielleicht irgendwie ganz entfernt verwandt miteinander. Ja, das weiß ich nicht. Eugenie, das ist ein schöner Name. Um was geht's? Ja, ich habe vorige Woche die Sendung gehört über Übersinnliches und da war ich sehr erstaunt, dass es nicht tiefgreifender war. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, hatte schon versucht mal anzurufen, wollte sagen, es gibt doch Dinge, die man erfahren hat und durchs Leben sich ziehen und einen auch sehr belasten. Erzähl. Ja, ich war ein Kind von, 2 Monate später wurde ich dann 11 Jahre, im Dezember 1945. Mhm. Und da mein Vater hatte einen schweren Unfall an der Bahn und da waren ja die Operationsmöglichkeiten nicht so großartig wie heute. Natürlich. Heute würde er überleben. 45, und, schlimme Zeit. Ja, es war ganz schlimm. Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen und sollte dann morgens zwischen 7 und 8 operiert werden. Und nachts habe ich angefangen zu spolken, wie man hier so sagt. Mhm. Und habe gespolkt und habe dann gesagt, es klopft ans Fenster, an die Schlachtläden, meine Mutter, der alte Onkel Emil und der Bruder meiner Mutter waren da und die haben überall geguckt, war nichts, die Nachbarn drüber sind auch wach geworden und keiner konnte es verstehen und nächsten Morgen, da verstand die Polizei vor der Tür, furchtbarer Winter war ja da mit Schnee und allem und haben meine Mutter ins Krankenhaus geholt. Ja, da war mein Vater nachts um 2:30 gestorben und ich habe um die Zeit drumherum gespolkt. Erklär doch mal das Wort spolken. Ja, also so übersinnlich. Man ahnt was und besteht dann darauf, das ist da, das kommt und so. Mhm. Und das hat meine Großväter dann gesagt. Ich wäre so ein Spökentiefer. Ich sehe das im Voraus, was passiert. Hast du es denn da in der Nacht? Ich wusste nicht, dass mein Vater war. Nur ich habe immer gesagt, da will einer rein, da klopft an die Schlachtläden. Und die haben an 4 Zimmern die Schlachtläden aufgemacht und es war keiner da. Haben denn die anderen das Klopfen auch gehört? Nein, keiner. Nee. Nur du? Keiner. Du hast das Klopfen hören und für dich war klar, so als kleines Kind. Ja, ja, wurde ja 11 Jahre. 11 Jahre, genau. Für dich war klar, da ist jemand, der will rein. Der will rein, ja, der will rein. Mhm. Ich habe es behauptet und keiner wusste, was war. Und dann im Februar 1949, das ist meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, wo ich sehr, sehr stark Beziehungen zu hatte, die mich auch sehr geprägt hat, ins Krankenhaus gekommen.
Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, die kommt nicht wieder aus dem Krankenhaus, meiner Tante auch. Und dann habe ich beim Ohrwatschen gekriegt, da war ich gerade 14. Und ich sollte nicht wieder anfangen und so weiter und so weiter. Meine Großmutter ist dann gestorben und Tag vor meiner Konfirmation ist sie beerdigt worden. So. Und dann ist es wieder bei meinem Großvater passiert. Jetzt wollte ich gerade fragen. Vaters wieder. Du bist so heute. Zieht sich das durch immer die Blutsverwandten von mir. Du bist heute 73 Jahre alt. Wie viel Mal ist das in deinem Leben passiert? Ach, das müsste ich jetzt zählen. So oft. Ja, das, sehr oft, über 10 Mal. Das heißt, immer wenn jemand kurz vor dem Sterben war, im nahen Familienkreis, hast du irgendwas bemerkt? Ja, immer. Ich habe geträumt, ich habe sogar aufgeschrieben. Mein Mann hat dann immer gesagt, leg dir ein Buch und dann schreib auf, was du geträumt hast. Und das war dann immer. Und zwar habe ich mir dann mit den Zähnen zu tun, die haben geblutet, sind ausgefallen. Das war später mein Symptom dafür. Was war das? Habe ich nicht verstanden. Ja, ich habe dann geträumt, mir fallen die Zähne aus, sind blutig. Ach so. Und dann war jedes Mal was. Ein paar Tage später, ich habe dann sogar angerufen. Und mein Mann hat angerufen, ist irgendwo was? Weil die auch nicht alle hier in der Stadt wohnen. Hast du denn immer wieder. Und auch bei meinem Mann, da habe ich es 3/4 Jahr vorher geahnt. Hat dir das Angst gemacht? Ja, sehr. Ja. Das ist so belastend, das glaubt gar nicht. Das glaube ich. Meine Tante vor 3,5 Jahren so krank war, haben sie mich auch gefragt. Ich sage, ich musste operiert werden, war sehr, sehr alt, kurz vor der 100-Zahl. Und dann kam was und da wusste ich es. Und dann wurde ich angerufen. Ich sage, wenn er es auch operieren lässt, ich schaffe es nicht. Und es war ganz genau so. Und diese Tante wusste ganz genau und hat mir auch immer beigestanden dabei. War es meistens so, dass du es irgendwie geahnt hast oder geträumt hast? Oder sogar wie ich damals beim... Nicht wer. Oder sogar damals wie beim ersten Mal, dass du ein Klopfen gehört hast. Ja, da hat's mit angefangen. War es später auch nochmal so, dass jemand geklopft hat? Oder? Ja, das war bei meinem Großvater. Ach so. War dann 1958. Wie erklärst du dir das? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe mal mit einem Psychologen darüber gesprochen. Der sagte, das gibt's. Das ist die Blutsverwandtschaft wohl, dass es dadurch kommt. Eugenie, ich glaube auch, dass es solche Gaben bei Menschen gibt, die ja in dem Sinne gar nicht so positiv sind. Nein, die sind nicht positiv. Überhaupt nicht, nein. Die sind sehr negativ. Dass eine Veranlagung da ist, sagen wir mal, dass Menschen so etwas ahnen können. Darum nennen sie mich ja den Spökenkicker. Ja. Aber ich weiß es, also wenn einer krank ist, dann weiß ich. Ich habe eine Freundin, die war auch sehr krank und dann sollte ich noch hinkommen. Ich bin noch hingefahren, sie hat mich noch gesehen und ist eingeschlafen. Es funktioniert aber nur bei ganz nahen Menschen. Ganz nahen. Die mir ganz nahen. Meistens ist bei Verwandten. Damals bei meinem Mann. Ich wusste das auf einmal und da konnte ich nichts gegen sagen. Konnte ihm das auch nicht sagen. Wir waren fast 42 Jahre verheiratet, haben uns sehr, sehr gut verstanden, waren auch die gleichen Berufe. Also da musst du doch immer irgendwie in Angst leben, wenn ich bald wieder irgendwas erahne oder träume. Das ist ganz genau. Und das ist jetzt... gute 3,5 Jahre her bei der Schwester meiner Mutter, der Älteste, die da gestorben ist. Gehen deine Gedanken so weit, dass du dir überlegst, werde ich es auch merken, wenn ich selbst dran bin? Nein, ich bin auch schon sehr krank gewesen, habe selbst nicht zum Glück geahnt. Das ist du lebst ja auch noch. Ja, ich lebe. Du lebst ja auch noch. Ich bin auch schon sehr krank gewesen, aber trotzdem. Ja. Damals, als das zum allerersten Mal passiert war, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, als dein Vater gestorben ist. Meinem Vater angefangen hat. 11 Jahre. Wie hast du das denn da eingeordnet als Kind für dich? Ja, ich habe dann gesagt, wie man als Kind erzählt, die Seelen wandern rum. Und da habe ich gesagt, mein Vater hat geklopft, er wollte rein. Und keiner hat ihm aufgemacht. Und die ältere Leute und die Erwachsenen waren entsetzt, dass du das so gesagt hast, ja, oder? Ja, die waren sehr entsetzt. Es ging ein großes Entsetzen durch. Und ja, einige haben gesagt, das Kind wird jetzt verrückt und so weiter, steht ihnen nicht bei. Und die Großväter und die eine Oma noch, die haben mir beigestanden. Du bist ein Mensch, der den Tod sehen kann. Ja, ich weiß es nicht. Offensichtlich schon. Ja. Dein ganzes Leben war's. Meiner Mutter war auch sehr krank und der war zweimal dann Schlag gekriegt. Ich habe es auch geahnt. Dann haben wir die Tür aufbrechen lassen und dann hat er gelegen, haben mich in die Klinik mit ihm hingefahren und ist dann wieder... wurde dann wieder so einigermaßen gesund, war Dialysepatient. Und dann habe ich zu den Ärzten gesagt, machen Sie was. Und ja, und die haben ihn wieder hingekriegt beim dritten Mal. Dann ist er gestorben. Da mussten dann die Geräte abgeschaltet werden.
Ich weiß es nicht, es ist grausam. Also nee, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Das ist ein ganz anderer Aspekt noch zu dem Thema gewesen. Und ja, in der Tat, so einen Anruf hatten wir vorige Woche nicht. Jetzt ist gleich meine Sendung vorbei. Ja, ich weiß, ich habe auf die Uhr gekommen. Danke sehr herzlich, dass du angerufen hast. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich vielleicht angerufen habe. Warum? Ich finde es sehr gut und freue mich, dass wir uns unterhalten können. Wirklich, alles Gute wünsche ich. Ich finde Ihre Sendung fantastisch und ich gucke jetzt schon einige Jahre. Meine Mutter ist dann auch verstorben. Ja, ich wollte nur sagen, da habe ich es auch jedes Mal geahnt. Sehr nett von dir. Achso, alles Gute wünsche ich dir. Ich muss leider Schluss machen. So, alles Liebe. Tschüss. Ich finde die Sendung ganz toll. Danke, ich muss schon mal. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Gunde Blendin und